Ich will ehrlich sein, das ist jetzt mein Lieblingspuzzlesteinchen hier. Die Spielphilosophie. Ich würde sagen, jetzt können wir wirklich ans Eingemachte gehen. Ich lege das mal zur Seite, denn wir haben uns ja hier eine kleine Spielwiese aufgebaut. Ich will von euch hier sehen, was die Bayern ausmacht. Wir haben auch Analyseszenen vorbereitet. Auch da können wir uns gleich noch ein bisschen austoben. Aber Julian, weil wir ja vorhin schon mal darüber gesprochen haben, dass es bestimmte Anforderungen an den Trainer des FC Bayern München gibt. Was bedeutet das auf dem Feld? Die Gegner, die stehen in der Regel tief. Ja, die meisten Spiele jetzt, die meisten in der Bundesliga, Champions League ist es ein bisschen zweigeteilt, würde ich mal sagen, in der Gruppenphase. Aber grundsätzlich, die meisten Gegner stehen tief und rechnen sich die größten Chancen im Konter aus. Und das verlangt ein paar Dinge von dir als Mannschaft, dass du eine gewisse Idee hast, wie du das Spiel eröffnen willst. Manche Teams stellen natürlich dann zu, weil es die, sagen wir, simpelste Form ist, auch mal einen hohen Ballgewinn zu haben, näher zu unserem eigenen Tor. Aber die meisten werden dann im Laufe des Spiels irgendwann hinten reinfallen, mal mit Fünferkette, mal mit Viererkette, manchmal auch zu Sechst, teilweise zu Siebt. Und dagegen brauchst du Lösungen, du brauchst Ideen. Da gibt es total unterschiedliche Herangehensweisen. Manche Trainer lieben es, mit einer sehr breiten Viererkette zu spielen, um den Gegner im Mittelfeld eher auseinanderzuziehen. Ich bin eher einer, der gerne die gegnerische Kette auseinanderzieht und da versucht, einfach im vorderen Drittel schon mehr Räume zu kreieren, trotz der tiefen Position. Und dann geht es einfach extrem viel um Boxbesetzung, was heute sicherlich auch noch ein Thema wird in den Analyseszenen. Es geht aber viel auch um Anschlussverhalten der Abwehrspieler, der Mittelfeldspieler, um einfach die Konter zu verhindern. Wenn man die letztjährigen an Daten und Statistiken sieht, war Bayern nach Schalke 04 die konteranfälligste Mannschaft. Und das rührt einerseits aus der tiefen Position der Gegner und Ballgewinnen und dann natürlich in einer sehr aufgerückten Position der Bayern-Spieler. Und das wollen wir natürlich verhindern, dass der Gegner zu Kontern kommt und viele Abschlusssituationen daraus kreiert. Da entstehen auch immer Standardsituationen raus, die 30% der Tore ausmachen. Das sind alles Themen, die man verhindern sollte, wenn man maximal erfolgreich spielen will. Kommt, also ich werfe mal den Ball rein, sagen wir Ballbesitz, weil so gerne und so häufig. Ja. In der Innenverteidigung der Bayern. Und jetzt haben wir die Gelben, die sich also staffeln. Die haben wir jetzt hier mal mit Dreierkette aufgestellt. Was ist jetzt die Grundidee? Weil breit aufstellen ist ja schon mal ein Plan, um diese sich zusammenziehenden Ketten auseinanderzuziehen. Wir machen das mal ein bisschen tiefer, dass es auch so ist wie im echten Spiel. Grundsätzlich gibt es verschiedene Varianten. Du kannst jetzt, wenn du, ich sag mal, die klassische Herangehensweise bei den meisten Trainern ist eine sehr flache Viererkette, um dann einfach das Mittelfeld vom Gegner, was man jetzt hier sieht, mit einer 6, 2 Achtern und 2 Spitzen auseinanderzuziehen. Ich bin eher einer dafür, je nachdem, wer auf welcher Seite spielt, ohne jetzt zu viel zu verraten, aber grundsätzlich haben wir sehr oft im Aufbau diese Struktur, dass wir so öffnen, den linken Verteidiger sehr hoch schicken, dann haben wir hier mit Thomas einen und den rechten, der die Kette auseinanderzieht. Dann haben wir eine Staffelung, die sicherlich anders aussieht wie bei vielen anderen Teams. Da geht es jetzt darum, dass wir die Mittelfeldkette eher eng halten und durch die beiden Flügelspieler, das wäre jetzt in dem Fall in den letzten Spielen, war es häufig hier, Alfonso Davies über links, rechts war Serge Gnabry, die Kette vom Gegner auseinanderziehen. Und dann gibt es einfach immer die Situation. Vielleicht kommst du mal mit und zeigst aus Dortmunder Sicht, jetzt habe ich es gesagt, also wie sehr stellt dich das hier dann jetzt vor eine Aufgabe? Also wie sehr ist er denn jetzt wirklich dann gezwungen, der Dortmunder Trainer, sich dem anzupassen? Also wenn jetzt Gelb Dortmund wäre, müsste man da hier wieder die Grundordnung ändern, weil unter Marco Rose spielen sie dann... Wir nennen sie einfach weiter Gelb. Ja, ich meine, was Julian damit bezwecken will, ist klar, das ist eine gewisse Asymmetrie im Aufbau. Und natürlich stellt diese Situation mit Alfonso Davies hier links vorne den Gegner vor eine Aufgabe. Was mache ich mit diesem Spieler dort? Wer läuft vorne überhaupt wen an? Und dadurch ergeben sich dann natürlich auch wieder Freiräume im eigenen Aufbauspiel. Und das ist der klare Hintergrund davon. Auch der dann auf der anderen Seite einrückende, fast schon auf einer 6 sich anbietende rechte Verteidiger, in der Regel dann, wenn er fit ist, Pavard, ist natürlich noch eine zusätzliche Anspielstation. Und insofern zeigt eigentlich schon diese Asymmetrie von Rot, dass es für den Gegner extrem schwierig ist, überhaupt irgendwann mal Zugriff zu kriegen. Wir haben eine Szene vorbereitet, da können wir hier mal an unser Analyse-Tool. Da sieht man, glaube ich, genau das, was wir genau besprochen haben. Es ist eine Szene gegen Hertha. Da hat Stanisic Rechtsverteidiger gespielt. Richtig, ne? Ihr dürft gerne man jederzeit... Man sieht jetzt in der Szene, dass Fonsi jetzt noch flach anspielbar ist, aber jetzt in eine höhere Position gleich kommt. Ne? Also hier nur zur Orientierung, da ist Fonsi und wir... Ein bisschen weiterlaufen lassen. So, und jetzt können wir mal stoppen. Und jetzt sieht man so ein bisschen die Struktur, die ich gerade einmal angedeutet habe, dass wir hier die beiden Innenverteidiger haben, den Eingerückten, und dann Leon quasi eigentlich wie mit 3 Sechsern vor den beiden Innenverteidigern spielen. Und jetzt sieht man so ein bisschen den Effekt beim Gegner, wenn ich jetzt mal den Spieler hier highlighte, der einfach innen, oder so rum highlighten, genau, der innen steht, und dann kriegst du einfach häufig die Passwege frei. Jetzt sieht man hier
Serge, der quasi fast in der letzten Linie steht, eine hohe Position hat und jetzt angespielt wird. Und dadurch ziehe ich schon, das sieht man jetzt hier, den linken Verteidiger von Hertha, ziehe ich die Kette auseinander. Und zwar die, die interessant ist für mich, also in meiner Idee, nämlich die Abwehrkette. Ja, klar kann ich jetzt die hier komplett breit aufstellen. Ich kann hier einen hinstellen, dann ziehe ich vielleicht diese Spieler hier raus. Ja, dann geht er hier raus, dann muss er breiter stehen. Dann öffne ich hier den Raum, aber die Tore schießen halt leider auf der anderen Seite und nicht in der eigenen Hälfte. Und deswegen binde ich lieber hier viele Mittelfeldspieler eng. Ja, wenn man das dann weiterlaufen lässt, dann sieht man jetzt, wie die Kette auseinanderzieht. Stopp. Und jetzt sieht man, wenn der Ball ein bisschen besser gespielt ist. Ja, und wir haben hier ein gutes Anschlussverhalten der Situation. Wir legen den hier hin, Thomas zieht tief und das ist jetzt schon hier der Innenverteidiger. Ja, und irgendwann, wenn ich mich dann hier durchsetze, und da haben wir einfach schlaue Spieler mit Thomas, wir haben mit Levi körperlich unglaublich gut, mit Jamal, mit Leroy, die sich da durchsetzen im 1 gegen 1. Wenn ich jetzt sehe, dass der linke Innenverteidiger schon extrem auf dem Flügel rausverteidigen muss durch diese Struktur, dann weiß ich, dass in der Box maximal noch zwei Spieler verteidigen. Und wenn wir dann vielleicht eine andere Szene noch sehen, wie wir die Boxbesetzung gestalten, dann wird es schwer für den Gegner mit zwei das zu verhindern. Ja. Ich will mal kurz gucken, wie das ausgegangen ist hier. Ja, richtig. Am Ende haben wir ja auch viele Spieler in der Box. Ja, es sind jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Spieler. Ja. Aber übrigens, also lass mich das einmal noch kurz zeigen. Also ihr seid jetzt hier in der Position, in der euer Linksverteidiger in linker Stürmerposition eigentlich ist. Ja. Und Musiala, der ja eigentlich auf dem grundsätzlichen Schema vor ihm spielt, ist hier in der Position. Also genauso gewollt. Genau. Ich hätte es gerne noch ein Stück extremer, um ehrlich zu sein. Ja, das heißt, wenn wir es ein bisschen weiterlaufen lassen, dann sieht man es lieber, wäre es mir, diese Struktur zu haben, dass Fonsi noch höher steht, schon früher in der letzten Linie. Und wir Jamal wirklich eher hier im Halbraum haben, weil dann ist es einfach noch schwieriger, jetzt in dem Fall für Cifuic, für den rechten Verteidiger von Hertha, sich zu entscheiden. Attackiere ich einen Halbraum raus, dann haben wir einfach die Tiefe mit Fonsi, mit seinem Speed. Oder bleibt er tief, ja, dann kann er Jamal im Halbraum den Ball kriegen und durchstecken. Auf dem Fonsi ist extrem schwer zu verteidigen, aber die Grundidee sieht man in der Szene sehr, sehr gut. Und dann hast du einfach unglaublich viel Raum auf dem Ball für einen Flügel für Fonsi, der mit seinem Speed natürlich das auch gut nutzen kann. Können wir trotzdem nochmal zurückgehen zur Ausgangssituation, die wir vorher hatten? Du sagst Stopp, Ralf. Ja, ein bisschen weiter vor. Noch ein bisschen, noch mal weiter vor. So, jetzt Stopp. Was man hier einfach auch noch mal ganz wunderbar sieht, selbst wenn der Gegner sich jetzt vorgenommen hat, was die meisten Gegner gegen Bayern ja tun, eng und kompakt zu bleiben, die Räume eng zu machen, Bayern nicht zu ihrem Spiel kommen zu lassen, dann sieht man hier einfach, wie unglaublich schwer das ist für den Gegner. Wenn es überhaupt zu schaffen ist, dann nur mit extremem hohem läuferischem Aufwand und mit sehr, sehr viel taktischer Disziplin. Aber Bayern macht es natürlich insofern extrem clever. Sie haben hier durch Davis und hier durch, das ist Serge, oder? Ja, genau. Haben sie natürlich die beiden Flügel extrem breit besetzt, ziehen das Spiel dadurch in der gegnerischen Hälfte jetzt schon mal extrem weit auseinander. Und sie haben trotzdem hier, durch das Einrücken hier von Stanisic ist das hier, oder? Ja, genau. Und die beiden Sechser, Goretzka, Kimmich und zusätzlich dann noch Thomas Müller, ab und zu sogar auch Robert, der sich dann noch mal hier im Mittelfeld anbietet, haben sie natürlich überall in jeder Ebene jede Menge Anspielstationen und können, wenn die Mitte tatsächlich mal zu ist, dann trotzdem wieder über außen ausweichen. Und das ist, macht es natürlich extrem schwierig für jeden Gegner, das am Ende zu verteidigen. Das heißt, sie haben dadurch im Aufbauspiel jede Menge Möglichkeiten. Dazu kommt natürlich, dass mit Leon und mit Jo Kimmich zwei extrem spielstarke Sechser da sind, die auch gerne Bälle haben wollen, die nicht nur rein gut im Spiel gegen den Ball sind, sondern einfach auch richtig gute Aufbauspieler sind. Und dann noch mit Thomas Müller, der ja nicht umsonst als der beste Raumdeuter Europas gesehen wird, ein Spieler, der ganz genau weiß, wo er sich auch in der roten Zone immer wieder anbieten kann. Und für die Abwehrspieler geben sich dann natürlich jede Menge Auswahlmöglichkeiten. Sie können auswählen, spielen wir einen der Sechser an, spielen wir den Ball in die übernächste Ebene auf die Zehn oder, wenn es nicht anders geht, dann eben auch über einen der auf den Außenpositionen positionierten Spieler. Ich habe noch eine Frage, Julian. Also jetzt haben wir gesehen, dass hier Stanisic diese, ich sag mal, oh, jetzt habe ich mich verdrückt, nehmen wir das da, Sonderrolle, als einrückender Rechtsverteidiger spielt und der Linksverteidiger eben hier sehr offensiv die Linie runtergeht. Spielt ihr das immer so rum, weil Fonsi das mehr liegt, oder könnt ihr das genau andersrum auch funktionieren? Könnt ihr andersrum machen. Fonsi hat dann schon meistens diese Position, aber dann liegt es einfach in der Defensive, wird er dann eine andere im Anlaufen haben. Ja, also er kann ja rein theoretisch im 4-2-1 dann auch auf der Zehnerposition linke 10 anlaufen. Jetzt, wenn wir es so rum machen, die Struktur, dann würde er als Linksverteidiger spielen, defensiver, wenn natürlich defensiv mit einer normalen Viererkette attackieren.
wenn wir es andersrum machen, würde er an die linke Zehn im Attackieren sein. Aber grundsätzlich sind wir, klar, wenn Luki in dem Spiel war, Lucas Hernandez noch verletzt, er ist jetzt fit, wenn der als linker Innenverteidiger spielt, dann wird die Drehung eher andersrum sein häufig. Und jetzt hast du gesagt, wir kommen da am Ende nochmal zu, wichtiger Punkt, die Boxbesetzung am Ende. Also wenn das alles soweit funktioniert, hier natürlich wichtig, dass man auch die Zweikämpfe gewinnt. Das ist ja, wir können mal kurz vielleicht einmal kurz mal zurückgehen, so ein bisschen. Was der Ralf richtig gesagt hat, ist einfach die Anspielstationen, die man jetzt hat, die man hat in der Situation. Aber neben der Boxbesetzung, was ich vorhin erwähnt habe, ist einfach das Wichtige, dass du eine gute Kontersicherung hast. Und unabhängig von der Höhe, ob wir den Ball jetzt noch in der eigenen Hälfte haben oder auch dieselbe Struktur an der Mittellinie irgendwann haben, ist mir immer wichtig, dass wir das Zentrum geschlossen halten. Wir haben zwei Sicherungsspieler oft gegen eine Spitze vom Gegner und haben einfach dann drei Sechser, die das Zentrum kompakt halten und wir im Gegenpressing aber viel Personal haben. Wenn du die extrem weit aufgefächerte Viererkette hast, bist du halt oft auf dem zweiten Ball nicht gut. Du hast im Gegenpressing viel zu weite Wege. Und mir ist es relativ egal, ob der Gegner dann irgendwann in der eigenen Hälfte über die Flügelposition umschalten muss, weil es dauert lang. Aber er soll nicht diesen direkten Weg durchs Zentrum haben. Und alles, was so eine extrem flache Vier in der Öffnung ist, birgt immer die Gefahr, dass du natürlich auch große Halbräume dann vor der Kette hast, dass der Gegner geradlinig schnell umschalten kann. Und neben der Boxbesetzung ist einfach diese Struktur im Gegenpressing wichtig, um A, Anschluss zu haben. Wenn, wie Ralf gesagt hat, du den Ball jetzt in die letzte Linie spielst auf Serge oder den Ball auf den Thomas spielst in den Zwischenraum, dass du drei Spieler hast, die hinter den Ball kommen können. Aber eben am Gegenpressing hast du eigentlich fünf Spieler, die das Zentrum kompakt halten. Und der Gegner kann, wenn, umschalten, nur über die Flügel. Ja, plus Boxbesetzung, wie man jetzt am Ende aussieht. Und wir werden ja nachher noch sehen bei den Szenen, die wir noch vorbereitet haben, selbst wenn dann mal der Ball irgendwo verloren geht und der Gegner tatsächlich die Chance hat, mal Zugriff zu kriegen, hast du dadurch natürlich sofort wieder die Möglichkeit, ins Gegenpressing zu kommen, mit der zweiten Welle den Ball zurückzugewinnen, um dann wiederum auf einen unorganisierten Gegner die Torchance zu kreieren. Und das ist natürlich der große Vorteil. Und wie Julian gesagt hat, Bayern war letztes Jahr noch neben Schalke die zweitkonteranfälligste Mannschaft. Und das hat sich jetzt, kann man jetzt schon nach den paar Spielen sagen, bisher ganz klar verbessert. Und zwar nicht nur in der Bundesliga, sondern auch in den anderen Spielen. Das habe ich gerade nicht mitgezählt. Wie viele Leute waren da beim Torabschluss in der Box? Alle, die jetzt da sich Arm in Arm liegen. Das ist dann auch der Vorteil. Ne? Der Weg zum Torjubeler ist dann relativ kurz. Aber das hat schon System. Wir haben eine ganz interessante Statistik gefunden. Also dieses Thema Boxbesetzung, wie viele Leute sind dann, wenn es gefährlich wird, nämlich wenn es zum Torabschluss kommt, im gegnerischen Strafraum. Schaut euch das mal an. Das muss man, glaube ich, ein bisschen ausführlicher erklären. Also es geht darum, wie viele Spieler in dem Moment, als das Tor gefallen ist, im Strafraum gewesen sind. Das sind alle Bayern-Tore, Stand vor dem sechsten Spieltag in den Pflichtspielen, die erzielt wurden. Da waren zwar fünf Standardtore bzw. vier Standard- und ein Eigentor mit dabei, aber wir sehen eben in den oberen beiden Zeilen 18 Mal nach Umschalten, 15 Mal nach Ballbesitz. Und wenn wir jetzt rechts rüber wandern, dann sehen wir die jeweilige Anzahl an Spielern. Also um das Beispiel zu machen, nach Umschalten, wo wir die Definition genommen haben, kleiner als 20 Sekunden, dann der Torerfolg. Da gab es zweimal den Fall, dass nur einer in der Box gewesen ist. Dreimal waren drei. Aber es gab sogar mal den Fall, dass sieben Leute, also nochmal zwei mehr als eben gerade drin gewesen sind. Und jetzt die Frage, hat das System oder ist das Zufall, weil sie alle so Lust haben, sich gegenseitig da den Ball in der Box zu spielen? Ja, das liegt erster Linie schon auch an der Gier der Spieler, ob du Tore schießen willst. Ja, wir haben natürlich dann auch viel Offensivpersonal auf dem Feld, die alle Tore schießen wollen. Es ist nicht nur der Levi, es sind noch ein paar andere. Aber natürlich ist es so, in erster Linie mit Personal in der Box bindest du Gegner. Ja, sprich, der Gegner hat schon mal weniger Konterpersonal. Das ist ganz simpel, wenn wir kein Tor schießen. Wenn wir das Tor schießen, ist die Wahrscheinlichkeit, das zu erzielen, deutlich höher, weil ein Abpraller zu uns, wenn du 5, 6 Spieler im 16 hast, dann kriegst du fast jeden zweiten Ball. Ja, und wenn du 6 Spieler in die Box kriegst oder teilweise sogar 7, dann muss der Gegner, man sagt immer, in der eigenen Box ist Mann gegen Mann, dann ist nichts mehr ballorientiert Raumdecken, sondern Mann gegen Mann. Sprich, er braucht schon mal 5, 6, 7 Spieler, um dich zu binden, hat dann maximal noch 3, 4 Umschaltspieler. Dein Gegenpressen wird viel, viel leichter und die Wahrscheinlichkeit auf ja, so einfache Tore, du schießt wie gegen Barcelona, vielleicht können wir uns das Tor von Levi gegen Barca anschauen, da sieht man am Ende, ja, das ist ein Abprall am Pfosten, sagt man dann Zufallstor, aber trotzdem haben wir einfach Personal im 16er und die Wahrscheinlichkeit, dass der Ball dann zu uns prallt oder wir zumindest einen zweiten kriegen oder unter Garantie keinen Konter kriegen, die ist einfach sehr, sehr hoch. Jetzt schon an der Box 5 oder 6 Spieler, super Position von Fonsi, eben nicht extrem auf dem Flügel, sondern eng. Und das meine ich, der Ball prallt ab zu uns, der Ball prallt wieder ab zu uns. Und wir haben jetzt 4 in der ersten Linie plus 3 Rückraumspieler. Ja, du kannst eigentlich, ja, es ist extrem schwer zu verteidigen. Du kannst den Ball klären, kontern kannst du nicht. Ja, wenn du nicht klären kannst, ist er dann drin, wenn man dann noch so ein Gespür hat wie der Levi. Das Tor ist nicht so einfach, die viel mit Fußball zu tun haben, die wissen das, dass das ein extrem kompliziertes Tor ist. Den macht er schon herausragend.
Aber es sind einfach viele Spieler im 16. Und diese, meine ich, diese Abpraller, die kommen halt oft zu dir. Und dann kriegst du freie Schüsse, Standards, Handspiele, da gibt es alles drin. Wir nennen das auch ein bisschen gerne den Zufall zu zwingen. Ja, weil natürlich war das jetzt ein Abpraller. Aber wenn dort eben nicht so viele Spieler in und um die Box positioniert wären, dann wäre der Ball halt zu irgendeinem Spieler von Barca gekommen. Passiert ja sogar zweimal. Und insofern macht das natürlich diese Art zu spielen, wie es Julian beschrieben hat, hat natürlich auch was mit der Gier, mit dem offensiv sich beteiligen zu wollen, aber auch mit dem torgefährlich werden wollen zu tun. Wenn man sich überlegt, wie viele Tore auch jetzt in dieser Saison schon Leon Goretzka und Jo Kimmich erzielt haben, glaube ich, gegen Bochum hat Jo zwei gemacht. Ja, wenn du natürlich zwei solche Sechser dann auch noch zusätzlich hast, dann, wenn man es mal ehrlich, wenn man es mal genau nimmt, ist es ja eigentlich bei Bayern so, dass bis auf die beiden Innenverteidiger jeder auch höchstpersönlich nicht so sich einschalten möchte, sondern auch torgefährlich ist. Und insofern ist es sowohl mit dem Ball, natürlich kein Zufall, dass sie so viele Tore geschossen haben, aber auch gleichzeitig ein hervorragendes Gegenpressing-Mittel, weil dadurch, dass du so viele Spieler an und um die Box hast, kannst du sofort, selbst wenn so ein Ball abprallt oder ein Ball mal verloren geht, sofort wieder ins Gegenpressing gehen. Ich finde es besonders spannend, weil wir natürlich auch, wenn wir Spiele von euch vorbereiten, schauen, was ist schön und was ist elegant, hier durchgespielt und so weiter. Das ist ja erst einmal eine Situation, wo man sagt, ach gut, ja, da haben sie halt viel Quantität drin. Da geht es dann in dem ersten Moment, klar, Levi hat dann auch den Riecher für genau die Situation, auch um Quantität, ne? Und gar nicht um, ja, Qualität. Aber das ist ja trotzdem im Endeffekt ein Erfolgsfaktor. Jetzt habe ich eine Überraschung für euch, denn jetzt, ich wollte es irgendwann mal sagen, habe ich ein wissenschaftliches Experiment vorbereitet, um das noch mal ein bisschen genauer zu erklären. Also, es heißt doch im Endeffekt, Ralf, wenn ich dich auch richtig verstehe, mit diesem Glück erzwingen, wenn du zwei Leute in der Box hast und es schießt einer auf dieses Tor. So, da ist jetzt einfach mal, weil ich ein schlechter Schütze bin, so eine Boxbesetzung und sicher, dass der Torhüter den hält, in dem Fall symbolisiert durch die Wand. Wo landet der Ball? In dem Fall im Nichts. Hast du aber 4, 5, 6 und das ist doch im Endeffekt genau das, was du meinst, oder? Sagen wir so, dann hast du, es fühlt sich für mich genauso aufregend an wie für euch. Auch genau in den Raum. Aber es ist, das ist ärgerlich. So, aber ich habe die einmalige Gelegenheit gehabt und ich habe dieses wissenschaftliche Experiment leider versaut. Aber ich glaube, so versteht man das. Ne? Ja. Glück erzwungen, weil einfach Leute in der Box sind und wenn dann mal was abgefälscht wird und das funktioniert oder passiert selbst auf höchstem Niveau, dann hast du dadurch mehr Möglichkeit, dass du nachsetzen kannst. Ja, am Ende geht es erstmal immer darum, den Worst Case zu verteidigen und das ist ein Ballverlust. Ja, der Best Case ist das Tor. Der Abpraller fällt natürlich nicht immer dir vor die Füße, aber du musst erstmal als Trainer immer davon ausgehen, dass du auch mal einen Ball verlierst oder eben am Pfosten schießt und der prallt dann ab. Dann kommt er wie in dem Fall zu uns mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, weil viel Personal. Aber es geht aus Trainersicht auch erstmal darum, wenn wir eben kein Tor schießen, dass der Gegner nicht kontern kann. Und du bindest einfach, ja, viel Personal vom Gegner tief in seiner eigenen Hälfte. Ich hätte nur noch eine Bitte. Ich bräuchte jetzt einen Verbindungsspieler, um dieses Stück Puzzle hier einzusetzen. Jetzt schon mal vielen Dank. Also wir haben den nächsten Baustein für unser großes Mosaik über den FC Bayern München. Wobei, das ist sogar ein leichteres. Stimmt, gleich wird schwer. Ja. So, Thema Spielphilosophie haben wir abgehakt. Wir haben gesehen,